Reinhold Eberle, Sie sind der Bürgermeister von Geissau. Wie steht denn die Gemeinde zum Bau dieser doch jetzt etwas größer gewordenen Streif? Ja, grundsätzlich ist man mal als Gemeinde froh, wenn Vereine und Zünfte aktiv sind, wenn sie was bewegen. Und die Funkerzunft als solche ist natürlich bekannt, dass sie große Dinge angehen. Sie haben im Millenniumsjahr der höchste Funker der Welt mit dem Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde gebaut, haben letztes Jahr eine super tolle, riesengroße, stabile Funkerhütte gebaut und höher ist jetzt halt die Streif. Natürlich steht sie jetzt halt da und wird nicht benutzt, aber sie wird temporär als Wahrzeichen für Geissau jetzt mal dargestellt und mit dem können wir ganz gut umgehen. War es überraschend für Sie, dass die Streif schlussendlich so groß geworden ist? Ja, also das hat sicher nicht nur mich überrascht, sondern alle OZ-Zünftler selber. Die Dimension, wo sie denn letztendlich gestanden ist, die Streif, die hätte man sich sicherlich nicht gedacht, dass sie so hoch, so lang, so riesig wird. Können Sie die Entscheidung der BH nachvollziehen? Ja, selbstverständlich. Also BH hat nach meiner Meinung sehr gut reagiert. Sie kann gar nicht anders. Das Gebäude in dieser Dimension ist ein Bauwerk. Und wenn es ein Bauwerk ist, dann braucht es eine Genehmigung. Die Genehmigung fehlt. In der Kürze der Zeit war es nicht mehr möglich, eine nachträgliche Genehmigung zum Erreichen. Und somit ist es nicht anders gegangen, als zum sagen, man darf die Streif nicht benutzen. Allerdings, nochmal, ich finde, es war vorbildlich, wie die Bezirkshauptmannschaft mit dem ganzen Thema umgegangen ist. Also hätte die BH hier nicht ein Auge zudrücken sollen, wie es von vielen Leuten gefordert wurde? Ich meine, ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, könnte man doch ein Auge zudrücken, aber es ist eigentlich gar nicht möglich. Also wenn eine Behörde wie eine Bezirkshauptmannschaft, aber natürlich auch, wenn wir als Gemeindebaubehörde wären, wenn man da anfangen würde, Augen zudrücken, dann wären wir nicht mehr am Start, dort, wo wir jetzt gerade leben. Wir haben jetzt gerade gesehen, der ganze Schnee wurde trotzdem abgeladen. Was passiert jetzt mit dem Schnee? Es gibt ein Alternativprogramm. Natürlich soll trotz der gesperrten Streif, die also Schnee frei bleibt, soll es jetzt ein kleinerer Hügel geben. Der Schnee, der in Langen eingelagert worden ist im Winter, der wird jetzt hertransportiert. Es gibt also eine kleinere Dimension eines Hanges, vielleicht nicht mehr die Streif, sondern dort heißt der Ganzlernhang, könnte man ja den Geißlernhang nennen. Das ist die Slalompiste von Kitzbühel und da wird es dann am Samstag ein Event geben mit Rodler und ein Skifahrer und ein Rutscher.